Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir haben das Totem. Wir haben jetzt 1 Million Briefe bekommen hier. Aber wir haben uns entschieden, es zu Brisiana zu bringen. I will be waiting at the mole and sword for you. The fate of the Empire could be at stake. So, in Oxway wieder. Also, letzte Folge war es Oxway. Wir hatten aber blöderweise da nicht gespeichert gehabt. Suchen wir jetzt wieder Oxway. Ich habe jetzt zwischen den beiden Aufnahmen dieser und letzter Folge jetzt gespeichert gehabt. So, natürlich. Nope, gebe ich nicht ab. Natürlich sind wir jetzt auch ein Werwolf. So. Können jetzt auch nichts ändern dran. So. Kann ich das jetzt aber wieder entzaubern? So, das nehmen wir mit. Nee, das lassen wir mal. Das nehmen wir mal mit. Und packen die wieder. Nee, das packen wir nicht so. Ich will das equippen. Ich wollte schon... Ach, nee. Okay, dann müssen wir hier so lange warten. Ah. Natürlich greifen die alle an. Belladonna, Master of said I find you here. Die, Joyce. Ah, okay. Okay, das war jetzt eher ein Werwolfjäger. So, dann warten wir jetzt noch einmal. In der Nacht werden wir wahrscheinlich wieder attackiert. So. Ich sehe jetzt niemanden. Da. So. Können wir jetzt wieder? Nochmal 12 Stunden. So, wo sind die nächsten Gegner? Da. Ich will doch nur wieder die Wellbox-Gestalt loswerden. Komm. So, nochmal 12. Die wollen alle hier der Totem, kann das sein? Warte mal, bevor wir... Müsste jetzt wahrscheinlich hoffentlich spät genug sein. Remove das. Ne, ist noch nicht spät genug. So, dann noch mal kurz abwarten. Okay, erstmal so eine Riesenhorde an Orks. Die wollen wirklich. Alter, was? Ich treffe die gar nicht. Wieso treffe ich die gar nicht? Alter. Okay, den ersten erledigt. Alter, gegen 5 Gegner gleichzeitig. Autsch. So, kann ich jetzt entzaubern? So. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Das nehmen wir mit. Adamantium ist auf jeden Fall wert. So, hatten wir hier noch ein paar Tote? Da hatten wir noch ein paar Tote. Die looten wir auch nochmal. Können wir nachher ordentlich verkaufen. Oh, achso, genau. Ich wollte schon sagen, was war das denn? Das war aber mein Fall. Mithril Staff nehmen wir mit. So, der hat sonst nichts. Der hat aber noch was. Der hat nichts. Okay, wo ist denn jetzt der Eingang? Hier. Oh. Können wir nicht mal rein.
Kann ich so vielleicht rein? Ohne attackiert zu werden? Ich bin jetzt eingedrungen. Außerhalb der Öffnungszeiten der Stadt. So, wo müsste die dann sein? The Mail and Sword. Da unten wieder. Warte mal. Habe ich das richtige Brief von ihr gelesen? The Burning Oracle of Cunaret. Ach nee. Ich war jetzt. Burning. Da. Da musste ich hin. Ah. Okay, aber hier werde ich jetzt nicht attackiert, wenigstens. So. The Kingford Resident. Sorry, I haven't got a clue. Okay, er vielleicht? I hit you, Max. I help you if you could. Okay, dann nicht. Nein. Das. That's that way. Just keep going northwest. Das hier. So, okay, wo ist Lady Brisiana dann? Wahrscheinlich hier oben, ne? Anscheinend nicht. Jetzt kommt das falsch raus. Hier ist sie nicht. Ah, ne, das war jetzt raus, aus Versehen. Okay, aber hier ist es nicht. Das ist die falsche Hütte. Northwest. Ist es das hier? Da haben wir sie. Your emperor will be most grateful. The totem could have started a civil war in the wrong hands. That you... thank you, Max. Now you must away to Nulfaga. She holds the key to the Mantella. Free the Mantella and the emperor controls Great Numidium through the totem. The unmistakable voice of Nulfaga speaks softly in your head. I see that the totem has found its way into the hands of someone with royal blood. I think it is time you paid me another visit here in Shadowgant, Max Deus II. Your work is not yet done. Okay, also jetzt zu Nulfaga. So. Also hier nach Shadowgant. Shadowgant. So. Da haben wir Shadowgant. Wie sieht's hier aus? The Totem of Tiber Septim spoke to me in my head. Okay, hier steht jetzt noch nichts. It is hidden in the treasury of Castle Dagobah. Yeah, das haben wir jetzt erledigt eigentlich. So, wo war nochmal der Aufgang? Da. Zum Glück kennen wir immer noch das Passwort, um wie wir hier reinkommen. Das war ja immer noch das hier. So, da sind wieder zwei Dudes. So. Alter, wie leicht wir mittlerweile Licht erledigen können. Das finde ich krass. So, quatschen wir mal mit der. Only crowned heads will hold the totem true first is one who killed, but did not kill another second is one who is too devoured by its young third is one who made one slave and many free fourth and fifth are two who compete. For much sixth is one who brings a home to the homeless seventh, is one who lords all, but does not lord at all. I do not know who of these seven is most worthy of the power. For too long have I let my passions make me mad. Sometimes the fate of a world hang on the decision of one person. You have chosen who will command Great Numidium. You bear the burden for the consequences. You, I send you now to the Mantellan Crooks, the safeguarded prison of the Mantella. Look for a green jewel of unusual size. Merely touch the Mantella and it is freed.
You will be transported back to my side. Was? Machen wir hier ein Safe Game. Auf die 2. Alter, was? Ich sehe kaum was. Da haben wir wieder einen Deadrasseducer. Alter, was? Achso, die ist jetzt direkt hinter mir. Okay. What? Alter, was? Okay. Das ist anscheinend der Weg. Was ist denn das? Ah, okay. Hier kommen wir jetzt runter. Zum... dem Dude. Alter, das soll nur Medium sein? Alter, wie krass. Frosted Roger died. Jo, auch erstmal ordentlich Geld. Autsch. Autsch. Machen wir mal das hier. Der hat ordentlich Schaden gegeben. Die Tür. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bringt. You feel to need the hand of the innocent. Ach nein. Jetzt. Wie viel Leben habe ich? 133. Ah nein. Warum ausgerechnet jetzt? Wer ist denn das? Dedra Lord. Das war ein Dedra Lord. Aber okay, wie komme ich jetzt da rüber? Ich glaube, es hat mit den Türen hier zu tun. Oder es geht hier sogar noch weiter runter. Irgendwo. Kann das sein? Irgendwo hier? Ich will jetzt aber hier nicht runterschützen. Nein! Okay, hier ist eine Tür. So geht's auch. Aber erstmal den hier machen. Bevor wir angegriffen werden. So, nochmal das hier dann. Das, hä? So, okay. Was hat es mir jetzt gebracht, hier runterzukommen? Runterzufallen? Gar nichts, ne? Ich bin jetzt aber auch nur aus Versehen runtergefallen. Autsch. Und ich sehe nichts. Es ist alles schwarz. Da hinten ist noch irgendwo eine Tür da. Aber ist zu. Hier ist zu. Autsch. Hoffe ich, da vorne gibt es noch irgendwo eine. Nope. Aber hoch komme ich jetzt auch nicht mehr, oder? So, Climbing Mode. Vielleicht gibt es doch noch eine Möglichkeit, wieder dahin zu kommen. Da drauf. Ansonsten muss ich gleich nochmal laden. Habe ich einen... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier drauf. Habe ich irgendwie Levitation?
Nein, habe ich nicht. Da vorne ist auch noch wieder was. Wie hoch geht's denn noch? Okay, hier haben wir schon das Ende. Nein, schade. Okay, aber wir laden das hier jetzt. Und passen auf, dass wir diesmal nicht runterfallen. So. Ich glaube, wir müssen schon da rein. Okay, wir können den keinen Schaden da. Prostedra ist gestorben. Ist er runtergefallen oder wie? Es hat, glaube ich, wirklich schon mit einem dieser Türen da zu tun. Autsch. So, und dann nochmal hoch. Schauen wir mal, ob das jetzt offen ist. Nee, aber hier können wir den jetzt kaputt machen. Der Dralord. So, dann nochmal runter. So, dann versuchen wir es damit mal. Einer muss es ja aufmachen können, ne? Und da unten habe ich keine Ahnung. Ne, ist immer noch zu, ne? Ist immer noch zu. Vielleicht der eine, der Schaden gibt. Wäre gut möglich. Also, wie heißen jetzt die Quest, wo ich bin? Nurfaga has sent me to the Mantallan Crooks to find the Mantella. The heart of the great Nomidium. It is supposed to be a big green gem. All I have to do is to touch it. So, der hier gibt Schaden. Dann muss es der hier sein. Der aufmacht. So, einmal den hier noch machen. So, Gesundheit wieder voll. Schauen wir mal. Ja, jetzt will ich wieder handeln, natürlich. Ne, der macht auch nichts. Ich raff es nicht. Stecken jetzt schon in Medium. Autsch. Ich raff es gerade gar nicht. So. Und ist immer noch nicht offen. Muss vielleicht ein bestimmtes offen sein. Warte, wir haben da gerade die eine Tür gesehen. Autsch. Die scheint jetzt offen zu sein. Wo waren die andere? Die scheint jetzt... Keine Ahnung, wo die ist. Ich habe gerade absolut gar keinen Schimmer, was ich machen muss. Ich raff es nicht. Oh, sieht offen. Ist nicht offen, okay. Ist nicht offen. Aber warum? Dann würde ich sagen, ich mache hier nochmal einen Cut und versuche rauszufinden, wie das geht, ja? Bis gleich. So. Ich habe hier
was übersehen. Sagen wir mal so. Da oben schwebt irgendwo noch eine Insel. Da oben ist noch eine Tür. Da. Da ist ja noch eine Tür. Wie kommt da noch eine Tür hin? Aber wir müssen auf diese Insel die Wüste betreten. Benutzen. Das Ding. Nutzen. Und dann müsste hier irgendwo noch ein Eingang sein. Echt jetzt, wie soll man darauf kommen, dass diese Büste... Das ist also nicht, wo ich hingehen muss. Wahrscheinlich noch weiter drunter. Da ist er. Der eine Dude. Wo ist denn der eine Eingang? Hier ist es, wo ich hin muss. Genau, und dann haben wir hier noch einen Hebel. So, und dann... Ja. Okay, hier ist immer noch zu. Und dann, wenn ich jetzt nochmal schaue... So... Genau, und dann müssen wir nach ganz oben hin. Wir können die Büste jetzt noch einmal berühren. Ja, komm schon. Oder nicht. Aber okay, da oben ist die Tür. Die müssen wir jetzt wirklich betreten. Das heißt, jetzt erstmal nach ganz unten gehen. Und dann auf diese Tür betreten. Das hatte nichts mit diesen Türen da zu tun gehabt. Nein! Das war jetzt ein Versehen. Autsch! Nochmal heilen. Ach nee, ernsthaft? Aber egal, wir gehen jetzt Richtung der Tür, die ganz da oben sein soll. Ja, jetzt toll. Jetzt bin ich ein Werwolf. Na super. Boah, aber es ist verdammt dunkel hier auch. So, bin ich überhaupt an der richtigen Seite? Nee, da hinten. Ich bin an der falschen Seite. Da ist die Tür, die ich betreten muss. Aber ich finde jetzt so, dass ich jetzt die Büste nicht nochmal benutzen konnte. So. Jetzt können wir vielleicht nochmal... Nee, wir können nicht warten, weil wir hier den Mist haben mit... Toll. Wir sind zu früh zu Nullfagger gegangen. Jetzt haben wir definitiv ein Problem. Aber wir kommen hier jetzt erstmal wieder weiter. Tschüss. Sollen die gegeneinander kämpfen? Oh. Nein. Und ich kann mich jetzt nicht wieder zurückverwandeln, ne? So, das nehmen wir aber mit. Nee, das will ich haben. Benny Broadsford nimmt einfach den in die Hand. Wir machen hier ein Safe Game auf die 3, weil wir jetzt zumindest so weit gekommen sind. Jo. Alles klar. So, was sagt hier jetzt die Gesundheit? 121. Wir werden bei 0 sein, wenn wir das durchhaben. So, dann haben wir jetzt hier offen. Oh nee, bitte nicht. Komm, nein. Okay, der macht den hier auf. Vielleicht den hier nochmal.
Das wird ein Riesenproblem geben bei uns. Definitiv gleich. Okay, versuchen wir es nochmal damit. Ja. So, irgendwo müsste jetzt doch was auf sein, oder nicht? Gerade Rabbi wird nicht. Ist irgendwo jetzt was auf? Ich sehe nichts. Muss ich jetzt hier wieder komplett zurück oder was? Oder hier bei denen jetzt rein? Die habt ihr es ja gestorben. Hier ist aber nichts. Lass ich mir raten, die eine Tür, die wir jetzt unten. Nein, ja. Die eine Tür, die wir jetzt unten zu hatten, müsste jetzt wahrscheinlich offen sein. Gehe ich mal von aus, ne? Nein, 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 nein. Ja, ich würde sagen, wir machen das von hier nochmal. Zu Nullfagger. So, wir haben ja noch dann. Genau, dann haben wir das Ding noch. So. So, genau, das müssen wir dann einmal lesen. Genau. Dann. Burning. Burning Oracle of Kynaret, genau. Jo. So. Die sollen mir jetzt nicht auf den Sack gehen. Welches Haus war denn das jetzt nochmal? Wir quatschen den mal an. Geht dann halt nicht. Northwest. Das da wahrscheinlich. War es doch hier, oder? Nee, das war nicht hier. Das war das hier. Interessant. Mitten im Flur? Nee, hier war es auch nicht. Hä? Hier? Nope. Aber das mit Nullfagger müssen wir gleich anders machen, definitiv. Wo geht's nochmal raus? So. So. Versuchen wir mal damit. West of Very Standing. Ach, da hinten. Quatsch ich die nochmal an. Noch West. Ich will jetzt eine genaue Wegbeschreibung. Das hier aber wahrscheinlich. Genau, hier war das. Jo, da kennen wir. Dann können wir jetzt raus. Hauen von denen ein bisschen ab, die da angreifen. Und dann können wir gleich mal. Wie
Wieso sind die jetzt immer noch hinter mir her? Ja, jetzt können wir. Shadungent, wo war denn das? Da haben wir Shadungent. Was ist denn in der Nähe? Longwell. Okay, Longwell ist in der Nähe. Jo, alles klar. Können wir das machen? Okay, können wir nicht machen. Dann klettern wir hier einmal hoch. Und läutern mal für ein Weilchen. Damit wir den Mist jetzt erstmal los sind, wenn wir mit Mulfagga quatschen gleich. So, wir haben jetzt genug geläutert. Und dann nochmal 12. Okay, Feinde in der Nähe. Kein Interesse. So, klettern wir mal hier hoch. Toll. Ah, jetzt geht das. So, dann müsste es gleich spät genug sein. Jo. So, ne, warte. Dann klettern wir hier jetzt wieder runter, ganz vorsichtig. Nein! Ich habe gesagt, vorsichtig. So. Wo haben wir nochmal den nächsten Dorf? Ich bin da. Dann gehen wir hier hin. Ach so, stimmt. Wir müssen den hier erstmal wegmachen. Dann gehen wir nochmal in die nächste Region. Oder nochmal hier nach Longwell zurück. So. Dann müssten wir gleich eigentlich Lykanthropie wieder machen. Da hinten sind sie. Ach nee. Nee, warte. Machen wir mal anders. Haben die hier eine Kneipe? Ja, die haben eine Taverne. Dann mieten wir uns hier mal ein Zimmer. Hier sieht es irgendwie nicer aus. So, dann ruhen wir uns für 24 Stunden einmal aus. Und dann gönnen wir uns hier ein, zwei Menschleins. Und dann gehen wir zu Nullfacker. Jo. Boah, hier gefällt mir das viel, viel mehr mit den Zimmern. Mit den Räumlichkeiten. Jetzt erstmal rausfinden, wo. Okay, hier. So, dann können wir jetzt das hier machen. So. Dann haben wir das jetzt wenigstens. So, weg damit. Und auf zu Nullfagga. Shadowgint. Aber wir gehen da jetzt nochmal rein. Erst in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.